Soll ich einfach anfangen? Ja, fang mal an. Ich fange einfach mal an. Ihr wundert euch jetzt, warum es kein Bewegtbild gibt, sondern ihr nur ein Foto seht auf YouTube hier. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt ganz einfach und probieren jetzt hier auch mal so einen Podcast, heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Ja, so einen Podcast aus. Und unser Tipp jetzt, umziehen, Laufschuhe an und, muss man das Handy mitnehmen. Ja, also ich laufe immer ohne, aber Radfahren. Oder Radfahren auf der Rolle, ist ja die Zeit. Oder wenn ihr morgen zur Arbeit geht, dann hört es euch da an. Und wenn ich weiß, wie man YouTube hört, obwohl man irgendwie einen Schwerbildschirm einstellt, guckt es euch über den Browser an. Dann funktioniert es nämlich. Also Browser, YouTube eingeben, dann unseren Channel auswählen und dann das Video gucken. Und dann könnt ihr auch Schwerbildschirm stellen, dann funktioniert es auch. Ich lerne hier sogar was beim Podcast, nicht nur bei deinen Videos. Wahnsinn. Ist geil. Ich bin so auch IT-Fachmann. Ja, du bist alles. Nebenher. Alles. Hast du da auch einen Doktor? Muss ich mir noch kaufen. Nee, also wir probieren es hier nur auf, stellen es jetzt deswegen nur einmal auf YouTube und wenn ihr jetzt alle kommentiert, das ist geil, ihr wollt da mehr davon, dann macht das bitte und liked ganz viel hier dieses Video-Podcast. Ja, also ich weiß auch nicht richtig, was. Wenn ihr das gut findet, direkt Daumen hoch und dann machen jetzt. Wir das. Jetzt. Genau. Jetzt und dann machen wir das auch richtig so bei iTunes und Spotify und diesen Sachen. Soundcloud. Wie auch immer das geht, aber das kriegen wir schon raus. Ich glaube, da gibt es Tutorials auf YouTube. Hab ich schon mal gesehen. Vielleicht gibt es da die Podcast-Crew. Ja, so hast du den Jingle schon überlegt, den du jetzt einsummst? Na, okay, lass es lieber. Du hast aber die Themenliste, die wir uns hier überlegt haben, ja. Was wir so ein bisschen behandeln wollen. Lass uns die doch mal einmal durchgehen, dass die Leute wissen, okay, lohnt sich oder nicht. Okay, wir sprechen also heute erstmal, warum wir das mit euch so vorhaben. Also wir waren... Das also haben wir ja jetzt schon gemacht. Ja, eigentlich. Aber ich muss auch ein bisschen breiter einleiten auf jeden Fall. Ach so. Ja. Und war ich wieder schlecht vorbereitet. Dann sprechen wir darüber, dass der Nick auf Hawaii Urlaub gemacht hat. Mhm. Auf jeden Fall. Er hat ja nur in der Sonne gelegen. Dann Szene, ein bisschen Szene-Talk. Vor allen Dingen wollen wir mal über Super League Triathlon sprechen, weil das ist für mich, kann ich schon mal vorweg sagen, das geilste Triathlon-Format aktuell. Und dann haben wir euch ja letztens auf Instagram gefragt, was wollt ihr für Themen haben und stellt euch unsere Fragen oder stellt uns Fragen und das haben wir heute mit euch vor. Die gehen wir auch noch durch und beantworten ein paar. Genau, waren auch ganz wenige nur. Waren ganz wenige. Ich scroll hier schon die ganze Zeit so runter. Wir hätten vielleicht, das wird gleich noch lustig, wir hätten vielleicht vorher auswählen sollen schon mal. Das ist ja Quatsch. Nicht nur Fragen, sondern es sind ja manches auch nur Themen. Ja, zum wir Beispiel bereiten hier, uns aber doch nie vor. Was sagst du auf die Frage Krafttraining? Ja, wichtig. Ja, okay, dann können wir auch die machen. Es geht dann schnell, vielleicht wähle ich nur die aus. Vorsicht, von Salat schrumpft der Bizeps. Ja, das auch, habe ich auch schon mal gehört. Gut, dann würde ich sagen, fang doch mal an mit der weiteren Einleitung, die du noch geben also, wolltest. Also, ja, Podcast finde ich, ich glaube du auch, ne, mega spannend irgendwie. Das ist etwas, was ich aktuell, glaube ich, so fast jeden Abend zum Einschlafen höre. Gute Werbung, okay, weiß schon mal. Nein, aber ich schlafe dann ja nie ein, weil ich dann immer die Podcasts bis zu Ende höre. Ich bin ein großer Podcast-Fan und wir haben uns irgendwie überlegt, naja, immer mit Video und Aufwand, weil das seht ihr ja nicht. Ne? Wir stellen da immer so Lampen hin. Gut, seht ihr immer, wer hinter uns immer so ein Schatten ist. Aber ja, es ist halt immer relativ aufwendig und wir wollten auch einfach mal was anderes reden und nicht immer nur Wissenschaft und wollten das so ein bisschen voneinander trennen, weil ja viele gesagt haben, ja, diese Laberei und die ganzen Jokes, die könnt ihr euch sparen, zeigt immer nur das Wissenschaftliche. Das wird sich nicht ändern, aber wir werden so ein bisschen das eine betonen und das andere können wir ja gar nicht so wirklich machen, weil wir haben keine Tafel und ohne Tafel können wir das ja gar nicht. Ja, weil ohne deine Notizen bist du nichts. Ja, ich brauche auch immer so den Spickzettel auch noch. Ja, und dann war ich ja letzter Zeit öfters bei Podcast. Die werden wir auch alle unter diesem Video auf jeden Fall mal verlinken. Absolute Mega-Empfehlung, wie ich finde, der Besenwagen-Podcast. Ja, bin ich dabei. Also bitte, wenn ihr im Radsport unterwegs seid und da Fans seid, ich habe mich da letztens so ein bisschen über Triathleten ausgekotzt, sage ich nur mal so, könnt ihr euch mal anhören. War sehr, sehr die spannend. Die Folge vielleicht besser auslassen. Ich finde den Sebastian nicht mehr sympathisch. Ja, okay. Aber das fand ich auf jeden Fall mega lustig, das Format. Und außerdem kann man jetzt, seht ihr nicht, parallel auch mal einen Kölsch trinken. Das können wir auf YouTube jetzt nicht so gut machen. Und zumindest würdet ihr das immer sehen. Und genau, dann eine weitere Podcast-Empfehlung auf jeden Fall. Der Aufwachen-Podcast ist ja total politisch irgendwie. Aber Jan Frodeno war da letztens.
Und ich muss mal sagen, der Frodo hat natürlich häufig irgendwie seine, ja, Anführungszeichen, und das muss er ja irgendwie auch, ich meine, wenn man irgendwie 10 Interviews dann irgendwie beim Ironman Frankfurt, wenn das mal reicht, ne, wahrscheinlich eher mehr, Nick, ne, du warst ja da. Ja, also das sind ja schon mehr als 10 direkt auf der Pressekonferenz. Ja, das meine ich. Die, ne? Antwort stellen, und dann stehen da direkt nach der Pressekonferenz alle Medienvertreter um ihn rum. Und Nicky Bock. Genau, und Nicky Bock und ich mit der Kamera, die draufhalten, ne? Da kommen dann noch so komische Typen dazu. Das wird sich auch wahrscheinlich locker verdrei- oder vervierfachen, diese Zahl. Ja, und dann muss man halt irgendwie Antworten schon mal haben auf gewisse Fragen, und dann kommen natürlich so Standardantworten. Aber muss sagen, bei dem Podcast war er auch mal ein bisschen anders drauf, fand ich echt cool. Hat auch mal echt ordentliche Statements rausgehauen, und auf jeden Fall lohnenswert. Wir werden euch dann auch das so verlinken, das gibt es auch als Video übrigens auf YouTube, das werden wir dann verlinken, dass es direkt in der Minute losgeht oder zu dem Zeitpunkt losgeht, wo dann Frodo einsetzt. Ansonsten, ja, Aufwachen-Podcast lohnt sich auch immer, wer politisch interessiert ist. Vielleicht sollten wir das doch als beides machen, als Video und als Podcast. Das jetzt hier? Ja. Ja, ja, klar. Uns auch noch filmen dabei. Ach so, nee, das finde ich lame. Wie okay, gesagt, dann kann ich ja kein Kölsch trinken. Stimmt. Ja, ja, dann lassen wir das lieber weg. Gut, also war das jetzt die weitere Einleitung? Weiterer Podcast hier auf Bewegungsarten. Da war ich auch cool gemacht von Gregor Buchholz und Matthias Knossalla. Auf jeden Fall auch anhören. Finde ich auch, die bringen auch nochmal so ein bisschen Coolness rein. Ich glaube, wir machen es ein bisschen anders, deswegen könnt ihr euch das auch noch zusätzlich anhören, und seid ja, dann hört ihr jetzt nur noch Podcast demnächst. Aber wie gesagt, Empfehlung auf jeden Fall. Aber ein bisschen Zeit für YouTube-Videos lassen, ne? Ja, genau. Nur noch am Rechner hängen, genau. Yo, so viel zur Idee. Nick, wie war Hawaii? So viel zur Idee, ja, wie war Hawaii? Ich muss gestehen, die ersten anderthalb Wochen habe ich nicht viel von Hawaii und Hawaii Spirit mitbekommen, sondern nur vielleicht mal morgens am Pier. Sonst waren wir draußen auf dem Highway und haben die Profis gefilmt und waren nachher irgendwo bei denen in der Anlage, um Interviews zu filmen. Und danach habe ich mich wieder ins Apartment gesetzt und die ganzen Videos geschnitten, dass wir die am Abend raushauen konnten. Sprich, da wurde viel gearbeitet und wenig vom Hawaii Spirit oder sonst was habe ich wirklich mitbekommen. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist natürlich dann ja erstmal die Insel, wenn du landest. Ich glaube, es gibt keinen geileren Airport als Hawaii, wenn du aussteigst. Von oben sieht es so aus wie so ein paar Strohhütten, die zusammen sind mit dem Wartebereich im Freien. Und dann denkst du erstmal, geil, was ist das? Wenn du aussteigst, weißt du warum, weil kennt ja, glaube ich, alle, hat ja auch jeder Profi im Interview nochmal gesagt. 1000% Luftfeuchtigkeit, 30 Grad plus und ist erstmal ein ganz anderes Klima, wo man sich dran gewöhnen muss, aber ist natürlich mega. Für mich war irgendwie so direkt klar, ich bin aus dem Airport gestiegen oder aus dem Flugzeug gestiegen und hab dann da, kommt dir dann echt dieser Schwall entgegen, und habe ich gesagt, okay, ja, ein Rennen muss ich hier nicht machen. Also ich bin ich bin groß. Schwer und da natürlich in der Hitze aufgrund der Gegebenheiten nicht der beste Athlet. Wir haben ja schon mal ein Video zur Thermoregulation gemacht, das könnt ihr euch dann angucken, warum das so ist. Ja. Wir haben auch mal Werbung direkt fürs YouTube-Video zu machen. Und wenn ihr wollt, dass Nick mal so einen Test macht, in so einer Hitzekammer. In der Sauna jetzt, oder ja, was? Kommentiert das. Nee, bitte nicht. Keine Kommentare. aber das habe ich sofort gemerkt, schon mal, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Sowas habe ich, egal wo man war, noch nicht erlebt irgendwie, und da dann zu laufen, Marathon, wusste ich für mich schon direkt, okay, nee, habe ich keinen Bock drauf, muss ich echt nicht, auch wenn es die Weltmeisterschaften sind, auch wenn es mega geil ist, jeder dahin will, für jeden das Ziel ist, für mich irgendwie am Anfang auch, als ich mit Triathlon angefangen habe, aber da ein Rennen machen ist, glaube ich, einfach nur brutal, wie es auch jeder immer sagt und schreibt. Ja, ich glaube, das muss man auch irgendwie so ein bisschen mitnehmen, ne? Also, dass dann dieser Wettkampf so ein bisschen auch, wenn man da jetzt nicht Age Group oder Profi-Ambitionen hat, auch einfach so ein bisschen Saisonabschluss ist, vielleicht schon ein längerer Urlaub. Das machen ja auch viele Leute so, und ich finde das auch völlig okay. Ja, genau. War ja auch der Sami, dem Age Grouper, dem wir gefolgt sind, dann, der hat es ja auch gesagt, so, der ist da, nimmt das Ding mit, hat sich qualifiziert, findet es geil, und die machen auf jeden Fall Urlaub. Der hat sich viel nebenher noch angeguckt, von Kaffeeplantagen da reingefahren, oben Kaffee probiert, ausgesucht, geguckt, wie er da angebaut wird auf Kona. Da kann ich übrigens nochmal eine coole Anekdote erzählen, und zwar, der Kona Coffee ist ja auch sauteuer da vor Ort, und oftmals kriegst du dann im Supermarkt Kona Coffee, aber das dann nur mit 10% Kona Coffee.
Und die haben zwei Probleme auf der Insel. Einmal ist es so ein Käfer, der irgendwie die Bohnen befällt. Das haben sie jetzt aber, glaube ich, relativ gut im Griff. Es gibt schon ein paar Jahre. Und aktuell haben die einfach keine Picker. Keine was? Ah, okay. Keine Leute, die Dinger abpflücken. Das machen wohl anscheinend, das ist eigentlich so ein Job für viele Leute irgendwo aus indonesischem Raum. Aus Mexiko, da kommen jetzt nicht mehr rüber. Ja, aber nee, wirklich aus dem indonesischen Raum normalerweise, das sind okay. Da sehr viele, aber die suchen da händeringend Picker und die Bohnen vergammeln am Strauch, weil es keine Picker gibt. Gott. Und wir haben dann auch mit einem Local gesprochen da, also einem Schweizer, der seit, ich weiß gar nicht. Einem Local, im Schweizer. Ja, ja, aber der lebt halt schon 7 oder 8 Jahre auf der Insel. Und der hat uns dann erzählt, ja, er hat auch einen Kumpel, der auch so eine kleine Kaffeefarm irgendwie hat. Und der hat das dann auch irgendwann mal gesagt, ja, es ist immer schwierig, Picker zu finden. Und da meinte ich, ja, ey, wenn du mal Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Klar, helfe ich dir. Dann kam es auch irgendwann dazu, hat er angerufen und dann nach einem Tag ist er nicht mehr rangegangen ans Telefon, wenn er ihn angerufen hat. Also er meinte, das ist halt echt ein scheiß Job, weil es ist, A, wie ich schon gesagt habe, sau heiß. Mhm. Du hast lange Sachen an da, wenn du diese pickst, weil in den ganzen Blüten sitzen natürlich Insekten und Moskitos und all so ein Scheiß drin. Willst du auch nicht, dass du sonst bist kaputt gestochen, da kannst du dich auch nicht einmal mit Autan einsprühen und alles ist gut. und du musst halt natürlich jede Kaffeebohne einzeln abpicken und dann dir aber nochmal anschauen. Also erstmal gucken, ist sie reif oder nicht, ne? Das heißt, sind sie rot, sind sie reif, dann pickst du sie. Und dann nochmal jede Bohne einzeln anschauen, ob dieser scheiß Käfer da drin sitzt. Ach du Heilige. Ja, das heißt, es ist eine richtige Drecksarbeit. Ich wollte gerade schon sagen, wenn ihr demnächst für die Jüngeren einen Ferienjob sucht, fliegt nach Hawaii, aber vielleicht dann doch nicht. Ja, wir haben auch schon dem, der uns das erzählt hat, der uns dann rumgeführt auf die Kaffeefarm, haben wir gesagt, ja, warum, hier sind ja super viele Japaner und so, als Touristen und Chinesen, also super viele auf der Insel, bietet denen doch irgendwie an, die sollen ein Kilo picken und kriegen 100 Gramm umsonst oder sowas. Dann meint er, ja, das ist eine gute Idee, das werden wir mal anbieten. Aber ja, jetzt mit dem Hintergrundwissen, dass es echt eine Scheißarbeit ist. Krass. Ja, also das habe ich mitbekommen. Hast du was vom Rennen, so Age-Group-Rennen mitbekommen? Weil Profi haben ja alle gesehen. Ja, ich wollte eben noch was dazu sagen, so zum Vorher, so ein paar Sachen wie Underpants Run oder sowas haben wir uns dann auch nochmal angeguckt und an den Streckenrand gestellt. Ich glaube, das meiste wissen die Leute eh schon, haben ja die Pushing Limits Show wahrscheinlich geguckt von den Jungs, was die saugeil gemacht haben. Ja. Der Pier ist halt echt super mini, super klein und stellt es immer so geil vor und auf Bildern und die Profis sind da, aber das ist einfach ein kleines Scheißding. Mini-Strand, wo immer die Wellen reinknallen und dann gehst du halt morgens schwimmen. In den ersten Tagen, wo wir da waren, war es geil, weil es noch leer war und nachher ist es einfach so brutal voll in der Race Week, wirklich. Also da morgens am Pier, da ist wirklich, wo alle sich irgendwie treffen und wo super viel los ist und so ein bisschen auf dem Highway, wo jeder Rad fährt, aber sonst bekommst du auch gar nicht so, also in unserem Fall jetzt, vielleicht ist es bei anderen anders, könnt ihr, wenn ihr da wart und das anders gesehen habt, mal kommentieren auch. Das war jetzt einfach mein Eindruck. Wir waren da natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, viel unterwegs, aber das ist eigentlich so die Knotenpunkte gesehen, wo du wirklich viel gesehen hast und gesehen hast, okay, Ironman is on. Auf dem Ali Drive fand ich, wurde ja mal berichtet, da laufen dann alle oberkörperfrei viel zu schnell los, also viel zu schnell auf jeden Fall, es war jetzt nicht so, dass das Ding übertrieben voll war. Also es waren natürlich viele Läufe, du hast gesehen, da ist irgendwie ein Wettkampf, aber es war jetzt nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Okay. Sagen wir es mal so, es war jetzt ein bisschen weniger noch. Und ja, was natürlich trotzdem überragend ist, ist, wenn du dann da rausschwimmst und die Schwimmstrecke anguckst und ein bisschen Fische guckst und die so Kaffeeboot. Das ist genial. Ja, Kaffeeboot, muss ich auch sagen, fand ich auch so ein bisschen low. Schwimmst da raus und das Ding ist halt gefühlt irgendwie 250 Meter draußen. Also ich hatte halt gedacht, das ist ein Kilometer draußen. Hab ich auch immer gedacht. Ja. Das wird ja auch irgendwie manchmal, glaube ich, so dargestellt, immer, das ist total cool, dahin zu schwimmen, aber das fährt irgendwie vom Pier so 50 Meter weg und du schwimmst um eine Boje rum, wenn du direkt reinspringen willst, wärst du in 30 Metern da gefühlt. Ach so. Also das ist wirklich nicht weit dahin zu schwimmen. Deswegen ist Till Schenk da bis dahin gekommen. Ja, genau, deswegen ist der Till auch hier morgen bis dahin geschwommen. Weiter kommt der doch nicht. Weiter kommt der nicht. Ja, und dann gibt es da halt, gab es jetzt dieses Mal Gels und Blocks und keine Ahnung was. Und dann gab es noch Kaffee, der scheiße geschmeckt hat. So, ja, aber schwimmt halt trotzdem wieder. Ach Mist, ey, man, du sollst den Mythos jetzt nicht zerstören. Ja, habe ich auch, ja, ich habe auch überlegt, ob ich das alles so erzählen kann. Aber ja, Kaffeeboot ist wirklich nicht, es ist cool,
ist auch geil, wenn du da hinschwimmst und ist dann einfach auch voll und jeder schwimmt hin. Es ist auf jeden Fall cool, das mal zu machen. Aber es ist jetzt nicht, dass du es machst, weil es geiler Kaffee ist und auch nicht so irgendwie geil, du schwimmst dann einen Kilometer raus und dann hast du irgendwie Belohnung, trinkst einen Kaffee und schwimmst einen Kilometer zurück. Also so hatte ich es halt im Kopf mir irgendwie vorgestellt, sondern das ist echt nur so ein paar Meter draußen und das war's. Und in der Rennwoche alle wieder im Tunnel oder sind die Triathleten entspannt? Ja, das ist ja das, was ich auch wirklich gar nicht so mitbekommen habe. Okay. Also, sondern nur mit den Profis, mit denen wir eigentlich jetzt dann gedreht haben oder sowas, war es eigentlich echt geil. Also super entspannt, super locker. Das macht, glaube ich, aber auch so ein bisschen dieses Hawaii-Feeling, diese Atmosphäre da, Palmen, geiles Wetter, Leute sind locker drauf. Und ja, und das Einzige, was auch, also wird ja auch oft gesagt, auf dem Highway Radfahren ist halt auch nicht so super safe. Und gerade in der Race Week hat man echt gemerkt, so die Hawaiianer, die Locals, denen geht es echt auf den Sack. Also die haben halt echt keinen Bock auf Ironman, ne? Also ganz viele von denen. So, das ist, wenn du da ein bisschen irgendwas blockierst, wird sofort Vollgas gehupt. Überholen echt mit Vollgas eng irgendwie. Also, da habe ich manchmal Situationen gesehen, wo ich dachte, puh, ja, ist auch klar, warum dann manchmal irgendwie, wie jetzt Tim Don oder sonst was, auch mal umgefahren wird. Ja. Und es gab noch Matt Russell, glaube ich. Und Matt Russell, genau. Es gab noch irgendeine Story dieses Jahr, das ist, glaube ich, nicht viel, oder ich habe nicht viel drüber gelesen, wir haben es aber gehört, vor Ort irgendwo, dass irgendwie 3 Tage vorm Rennen in Harvey Leute mit Flaschen beworfen wurden, mit Glasflaschen, also dass die auf die Straße geworfen wurden, dass die Leute Platten hatten und sowas und 3 oder 4 mussten sogar irgendwie ins Krankenhaus behandelt werden, weil irgendwelche Leute, die mit Flaschen beworfen. Habe ich auch nicht gehört. Ja. Ne. Und wir hatten ein persönliches Erlebnis, wo wir ganz am Anfang geshootet haben, was, und dann stand da irgendeiner, wir sind eine Straße am Meer, geilen freien Blick aufs Meer und dann fuhr irgendwer mit dem Motorrad genau an die Stelle hin und parkte dann da quasi genau da, wo wir shooten wollten. Dann sind wir hingegangen, haben nicht gefragt, hier kannst du so 10 Meter weiter parken, war alles frei. Wäre voll geil, wir würden hier gerne so aufs Meer raus shooten, wenn einer herläuft. Und dann hat uns gefragt, ja, ist es fürs, also seid ihr für einen Ironman hier? Also ja, dafür sind wir auch hier, genau. Und dann sagt er einfach nur, no way, I hate fucking Ironman, I'm gonna park here. So, okay. Haben wir 5 Minuten gewartet, dann ist er auch weitergefahren, aber das war für uns so der erste Tag übrigens, wo wir schon gemerkt haben, okay, herzlich willkommen. So viele Locals haben vielleicht doch nicht Bock. Das ist vielleicht auch mal so eine andere Seite nochmal, was man auch nicht viel hört, sondern man hört immer alles geil und, und alle sind da. Und ja, so die Messe und alles, da ist es natürlich, jeder haut da irgendwie Sachen raus, Shirts raus und das ist definitiv so und darüber wird ja auch lang und breit berichtet, da hat auch jeder von euch was mitbekommen und gelesen und ich habe halt gedacht, ich gebe jetzt mal so die Eindrücke ab, die ich jetzt noch hatte, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als was man sonst so ja, das, generell noch liest. Also es war nicht alles scheiße, saugeil. Ja, trotzdem, eben, genau. Ja. Ne? Aber das ist ja, wollte jetzt auch mal ein bisschen meckern einfach. Ja, ich meine, dafür sind wir ja auch so ein bisschen bekannt, ne? Auch in den Videos, dass wir dann immer so auch ein bisschen mal eine andere Seite zeigen und ich glaube, es ist nicht unwichtig. Und das ist auch mal ganz interessant. Ja, festhalten, es ist nicht alles scheiße, es ist trotzdem saugeil da. Und einfach dann Hawaii und diesen Mythos und das alles da live mitzuerleben, ist natürlich hammergeil. Ja, ja. Aber es ist halt doch nicht alles so rosig, wie es immer gezeigt wird und dargestellt wird. Wie immer im Leben. Auch beim Ironman. Auch beim Ironman, genau. Ja. Selbst da. Ich glaube, zum Rennen brauchen wir jetzt nicht so viel sagen. Also zum Profirennen, weil das habt ihr alle gesehen. Ich meine, ja klar, ne, super Bedingungen. Es ist ein bisschen, ich will jetzt nicht despektierlich, das sollte überhaupt nicht so rüberkommen. Ne? Also es ist natürlich eine krasse Leistung von Patrick und Daniela oder Daniela und Patrick, Ladies First. Aber ja, ich meine, das haben wir jetzt alle hoch und runter analysiert. Für mich war vielleicht das Einzige, wo ich wirklich sage, alter Schwede, ich glaube ja, ich habe da irgendwie so eine Grafik gesehen, ich habe jetzt nicht selber nochmal nachgerechnet, aber ich glaube, da kann man sich mal drauf verlassen, dass Daniela auf den letzten 70 Kilometer der drittschnellste Mann war, auch beim Fahrradfahren. Das ist eine ganz, ganz andere Liga und das ist unfassbar beeindruckend, finde ich. Ja, echt, zu Daniela habe ich auch noch eine Story. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit den Feuerquallen. Wurde das irgendwie, wurde in den Medien gezeigt? Okay, ja, absolut. Das wusste ich jetzt nicht, ob das irgendwie gezeigt wurde. Doch, ich habe es nicht angeguckt. Zum Beispiel aber hier ein anderer, wie hieß denn der nochmal? Der gute Läufer, der in Texas auch ganz gut war, der
Amerikaner oder Kanadier, weiß ich nicht. Wie auch immer. Habe ich jetzt leider vergessen, wie der heißt. Matt Hansen. Matt Hansen. Ja. Der wurde ja auch irgendwie gestochen von den Dingern, wie die, was man auch mal da sagt. Ich weiß nicht, ob es Stechen heißt. Und der musste eine Qualle erwischt, sagen wir. Den hat eine Qualle erwischt, wie man in Köln sagt. Wir haben ja auch viele Quallen in Köln. Im Fühlinger See. Und teilweise wirklich, ne? Im Sommer jetzt gehabt. Echt? Ja, kein Spaß. Ach, Quatsch. Ja, Johann hat sich beschwert. Was machen hier die Quallen? Nee, Spaß beiseite, der hat auch... Schicken ihn zum Geburtstag in Kescher, dann kann er die nächste rausholen. Genau. Also, den hat es erwischt und der ist, ich glaube, dann auch mal ausgestiegen. Aber es sah auch echt richtig übel aus bei dem. Der ganze Bauch und der Torso war so richtig rot. Stimmt, also, da habe ich auch das Video gesehen bei ihm. Ja. Ich muss eins sagen, also ich weiß nicht, wer schon mal von der Feuerqualle erwischt worden ist, aber mir ist das damals in Australien mal einmal passiert. Keine Ahnung, wie Daniela das gemacht hat, weil ich wurde am Arm erwischt und ich konnte den Arm nicht mehr bewegen. Und das hat sie ja auch gesagt, der Arm wurde immer tauber und tauber und tauber. Genau, ich kann da noch, also wir haben mit ihr noch gesprochen, auch nachher. Und sie hat uns das nochmal ein bisschen genauer erklärt. Also sie ist halt rein zum Einschwimmen eigentlich, wollte direkt dann los, wo die Mädels rein dürfen und dann, weil du darfst dich auf Hawaii vorher nicht einschwimmen, sondern nur irgendwie die Männer starten, dann darfst du ins Wasser und dann sind die direkt rein, wollten sich einschwimmen, direkt beim ins Wasser gehen, zack, hat sie erwischt, links und rechts an den Armen. Krass. Beide Seiten. Und dann ist sie sofort raus, hat geguckt und hat gesehen, fuck, und ist sofort dann, ja, ich weiß nicht, was sagt man, angeschwollen oder sie hat halt sofort alles gemerkt. Jetzt wird so rot und dann zugeht und genau, taub, sie hat gesagt, ja. Ihr sind total die Lymphknoten alles zugegangen oder dick geworden, nicht zugegangen. Und dann ist sie an die Startlinie und sie hat gesagt, beim Start hatte sie Angst, dass sie irgendwie absäuft da, wo sie, weißt du, wo die erstmal Wasser treten, bevor es losgeht. Und hat dann gesagt, das Schwimmen, sie hat sich nur darauf konzentriert, irgendwie weiterzukommen und nicht unterzugehen. Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, ja. Komplett nur Fokus darauf, irgendwie weiterzukommen. Und sie hatte gesagt, sie hatte richtig Schiss. Ja, glaube ich. Also beim Schwimmen einfach unglaublich Schiss, aber sie konnte ja nicht irgendwie aufhören. So ist Startschuss Weltmeisterschaft, ne? Ja, es ist ja wie so. Und dann beim Ausstieg haben wir es noch gesehen, wie sie sich links und rechts an die Arme geschaut hat. Und da hatten wir das erste Mal gesehen, dass irgendwas passiert ist. Okay. Und ja, dann steigt die aufs Rad und fährt alles in Grund und Boden. Ja, als sie sich ein bisschen erholt hat dann, ne? Ja. Also wie gesagt, da habe ich echt enormen Respekt vor, weil, wie gesagt, jeder das mal selber hatte. Ich habe es zum Glück noch nie Also ich, wie gesagt, ich konnte meinen Arm 4 Stunden nicht bewegen. Ich bin damals zum Lifeguard gegangen und meinte ich so, was kann ich denn machen? Da meinte er, oh ja, mir ist gerade, ich glaube, man kippt da sogar Essig drauf oder so. Ja, er hat gerade, es war ja so ein Quallentag. Ich habe natürlich nicht auf die Fahnen geguckt. Klar, braucht man ja auch nicht. Und dann, er hatte jetzt leider keinen Essig oder keine Ahnung, was das dann war. Oder das Medikament hätte er nicht mehr. Aber wenn ich da, ich könnte auch drauf pinkeln. Hast du gemacht, oder? Ja, so im Sinne von Bonn-Triathlon, ne? Ja. Nein, Quatsch. Da müsst ihr an den Besenwagen-Podcast hören, um das jetzt zu verstehen. Das ist ein Insider. Das ist ein Insider, ja. Oder schon mal früher beim Bonn-Triathlon gestartet sein, wo die Fähre noch aufs Wasser gegangen ist. Ja, egal. Hört euch den Besenwagen-Podcast an, dann hört ihr das, versteht ihr das? Nee, was ich sagen wollte ist, dann meine ich so, okay, was kann man sonst noch machen? Dann meinte er, ja, warte einfach ab, dann geht es auch so weg und dann habe ich das gemacht. So selber anpinkeln hatte ich keinen Bock drauf. Als ob du hast es gemacht. Ja, ansonsten, oh, ist ja Nick fast hier umgekippt. Ja, das fand ich wirklich am beeindruckendsten. Wie schon früher in der Schule hier. Ja, und alles andere, ja gut, das lassen wir erstmal so da stehen. Jetzt machen wir mal weiter. Nächstes Thema, Hawaii haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Haben wir abgeschlossen. Wenn noch Fragen dazu da sind, wie immer, ne, haut's in die Kommentare. Ja, genau. Ich muss sagen, ich gucke jetzt schon das ganze Jahr oder schon seit dem ersten Rennen, das war ja, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon. Auf Jersey Island, das Ding war das, glaube ich, ne? Das erste, oder? Nee, das war damals da irgendwo unten in Australien irgendwo auf einer kleinen Insel. Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall Super League Triathlon. Leute, wenn ihr Triathlon verrückt seid, guckt euch das an. Ironman Hawaii, 8 Stunden oder keine Ahnung, wie lange vorm Fernseher sitzen, das macht ja echt nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Macht vielleicht einmal im Jahr ein bisschen Spaß, wenn es mit ein paar Leuten macht. Aber so richtig spannend, sind wir ehrlich, ist das nicht. Super League Triathlon, wer das noch nicht gesehen hat, super kurze Rennen, teilweise 3 kurze Triathlons hintereinander und dann scheiden immer Leute aus. Dann gibt es teilweise Time Trials im Radfahren, gab es das schon. Jetzt war es diesmal auf Malta im Schwimmen. Danach wird eine Reihenfolge festgelegt, wie dann gestartet wird. Es gibt Abkürzungen, die man wählen darf, wenn man irgendwie als Erster dann in der Wechselzone war.
Also so super also, Kleinigkeiten. Wollte ich gerade sagen, aber ja auch immer bei jedem Rennen anders. Ne? Also ja. Die erfinden sich immer neu und ja. Du weißt eigentlich nicht, was genau kommt. Ja. Und ob die jetzt zwischen den einzelnen Rennen 2, 5 oder 10 Minuten Pause haben. Ja. Und einfach geil, ja. Und da wird, ja, also wir sagen immer, put the hammer down. Das ist da aber hoch 2. Also die besten Kurzdistanz-Triathleten und dann immer noch Leute, auch cool, die sich dafür qualifizieren können, irgendwie bei so regionalen Sachen und die dann wirklich sich ja voll verausgaben. Mega, mega cool. Also sind da irgendwie nur so 250 Meter schwimmen teilweise. Ja. Man könnte sich ja vorstellen, ne, wie schnell die dann da schwimmen. Also super kurz, kompakt, eine Stunde teilweise, aber 3 Triathlons. Ja, und die Comments hier sind komplett Malle. 10 Minuten ja. Pause und dann geht das Ganze nochmal wieder los. Und das ist eigentlich ja. auch das Geilste. Ja, und das könnt ihr euch auch quasi re-live nochmal angucken auf wir YouTube. Wir hauen einfach auch den Link hier in ja. die, das ist nämlich das Schöne, ich weiß gar nicht, ob man das auch bei iTunes und so kann. Kann man. Ja? Ja. Siehst du, noch was gelernt heute. Ja, kann man alles machen. Ich sollte mich damit beschäftigen. Ja. Wird ja dann wieder meine Aufgabe. Ich, ja, ich also muss die Links immer raussuchen, Nick ja, baut sie ein. Ich, genau. Ja. So also wir schaut euch das an. Ich glaube, das nächste Rennen ist auf Mallorca. Echt? Das ist ja, ja. fett. Fliegen wir dahin? Berichterstattung. Wäre eigentlich ganz cool, ne? Wir machen da einen Podcast live während des ja. Rennens oder so. Ja, hier hat gerade Johnny Brownlee ins Ziel gegöbelt. Nein, Quatsch. Nein, das macht immer Christian Blomefeld. Geilster Typ überhaupt. Ja, Simon David Müllers Lieblingstriathlet, glaube ich, aktuell. Nach Lionel Sanders und ich weiß nicht wem, Cameron Worth oder alle auf einer Ebene. Kann Simon, er ja mal kommentieren, wenn Simon, kannst du mal kommentieren oder mir schreiben. Also auch so für solche Leute, ne? Mit einer VO2 Max von keine Ahnung. Unendlich, glaube ich. Unendlich. Der hat angeblich wirklich, bei dem haben sie irgendwie die Gene mal untersucht, das ist ja ein spannendes Thema auch, und haben festgestellt, dass er eine absolute Begabung hat Richtung VO2 Max und also auch die Norweger machen ja allgemein viel VO2 Max Training, habt ihr ja schon auf unserem Channel auch gehört, ja. Und der ist aber exorbitant hoch von seinen Werten und hat da ein extremes Talent. Ja, macht ja auch Sinn, bei der Serie. Ja, und das da, ist halt da kannst du ja vielleicht auch nochmal, ne, ich habe nämlich hier schon. Ja. Wir fangen da nachher mit an, erst mit den kannst Fragen. Kannst du schon mal reinhauen. Aber ich hatte da schon irgendwas wieder also zu VO2 Max und sowas gehört. Mega, und das ist natürlich der Typ, der sprintet ja einfach immer los. Also sieht ja immer so aus, als wenn der maximal schnell läuft. Ich finde es so lustig. Also das ist echt so ein geiles Format, dass es das dann auch zulässt. Weil ich meine, wenn man halt hinten drauf nur 1-2 Kilometer laufen muss, dann können die Jungs halt auch das in 2,40 rennen. So, und das ist halt eine ganz andere Dynamik. Ja, also guck auf jeden Fall, ich sag's, und sorry, und auch die Mädels, ne, muss man auch sagen, schaut euch das an, super, super cool und ich habe schon gesagt, wenn ich nochmal ein Triathlon mache demnächst, wird es Super League Triathlon sein, weil ich habe gehört, dass die jetzt auch teilweise Amateurrennen anbieten. Ah, das ist natürlich Nick, du kannst geil. Ja keine Hitze, haben wir jetzt eben gehört, aber vielleicht aber kannst kann du kurz und knackig. Hauen, das kann ja, ich. Ja, ja, sehr gut, dann machen wir das. Ich bin ein ehemaliger Schwimmer und wenn wir was können, dann ist das hart. Außerdem mache ich es auch immer so heute wieder. Ich bin ne, 4 Wochen auf Hawaii gewesen, nicht einmal laufen oder Radfahren gewesen. Dann gehe ich mit Johann Radfahren und was hast du denn wieder draufgeschrieben? Intervalle und Sprints. Ja, und wer hat gewonnen? Nick. Ja, Sprints habe ich ihn schön platt gemacht. Das, da kommt mein Gewicht einfach dann. Ne? Und ich war ausgeruht. Ich habe 4 Wochen getapert. Ja. Viel Long Island, nicht Long Island, wie heißt es denn noch? Longboard. Heißt das lokale Bier auf Hawaii? Ach was? Ja. Ja, okay. Die haben da eine eigene Brauerei in Hawaii. Und das ja, auf Hawaii, in Hawaii, alles. Und, in und auf. Ja, da gibt es so ein IPA, ein Lager und ein Ale oder 3 oder 4 verschiedene Sorten. Und da haben wir uns dann mal durchprobiert. Ja. Aber sehr progressiv. Ja, ja, ja. Klar. Genau. Oh, jetzt habe ich hier die Dinger weggemacht. Siehst du, jetzt wollte ich gucken nach diesen Fragen und habe sie ja, verschwinden VO2 Max lassen. Irgendwie. Also kommen wir langsam mal aber zu VO2 den Max, Themen. Ja, das ist das, was Fragen. Ich noch sagen wollte eben. Das sieht man natürlich, wenn du sagst, hat da so eine Begabung. Genau da ist es ja interessant, bei so kurzen Rennen, wo du dich wirklich nur völlig verausgaben musst. Ja, super, jetzt hast du es. Der Sebastian macht hier gerade wieder die nach oben swipen, hätte ich, okay. Die Fragen, und jetzt habe ich noch ein Problem. Guck mal, wenn du irgendeine Frage länger ist, als da steht, können wir die nicht lesen, ne? Können wir die nicht lesen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, Leute, also bei Instagram immer nur kurze Fragen. Ja, dann wisst ihr das auch schon mal. Nur so 2, 3 Wörter am besten. Das wird dann auch eine Frage. Oder ein Stichpunkt, dann machen wir daraus eine Frage. Ja, also ich suche, was soll ich jetzt suchen? Achso, Alkohol und Sport, mal ausführlich betrachtet. Ja, da sind wir doch beim Thema. Machen wir doch gerade.
Funktioniert. Viel Alkohol zum Tapern und dann. Kari Bemu hat das gefragt. Machst du Johann platt beim meinen Sprints? Ja. Ich habe hier, pass auf, hier war eine Frage auch: Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Sex und Ausdauersport, kein Problem. Dürft ihr machen. Viel hilft viel. War nicht die Frage bis vorm Rennen oder so? Ja, aber es gibt wirklich eine Studie, kein Scheiß. Musste ich letztens auch zwei Athleten. Die suchen auch noch Teilnehmer gerade, ne? Hm? Für die Zweitstudie. Nein, ich habe wirklich letztens zwei Athleten gefragt, unabhängig voneinander. Einer wohnt hier in Köln und einer läuft in Hamburg immer oben ohne rum. Die haben mich das gefragt. Schwierig zu erraten, wer das ist. Ja, und ja, ich weiß nicht, was du hier gefunden hast, aber ich finde die Frage nicht. Gib mal her, ich habe sie gleich wieder. Okay, so, also auf jeden Fall. Ich stelle die Fragen, weil ich kann das alles hier nicht. Ist kein Problem. Ich habe das auch. Ja, ich sage es nicht, was ich mal irgendwo in einem Bodybuilder. Nee, du wolltest sagen, was in der Studie steht. Ja, habe ich auch gesagt. Viel Hilfe hier, könnt ihr machen. Ja, okay. Schadet nicht. Gott sei Dank. Hilft jetzt aber auch nicht. Also, ne, wenn ihr jetzt irgendwie extra nochmal vorher, man wird auch nicht schneller. Nicht? Nicht. Sicher? Weiß ich nicht, ist individuell. Okay. Sportwissenschaftliche, lassen wir das mal so stehen. Allgemeingültige Antwort. Ja, ich habe das hier, da ist sowas ähnlich, aber das ist nur ähnlich. Gerne auch ein konkretes Rechenbeispiel für 80-20 bzw. 90-10 Verteilung. Was spielt wo rein, beispielsweise von einer Punkt. Jetzt können wir es nicht weiterlesen. Ja, 80-20, ich meine, das ist ja relativ simpel, haben wir auch häufig also das haben wir schon so oft häufig auch kommentiert. Ja, einfach mal in den YouTube-Kommentaren nochmal gucken und ja. Es geht hier wahrscheinlich wie immer darum, welche Belastungszeit zählt wirklich rein, also oder geht es um Einheiten und wir reden immer über Belastungszeit. Immer Belastungszeit, genau. Ja, bis eine Minute kann man die Pause mit einrechnen, also bei 30-30 Intervallen, 30 Sekunden on, 30 Sekunden off, zählt das eine Minute, das passt schon. Und längere Intervalle dann immer nur die Belastungszeit reinrechnen. Also wenn ihr 5x3 Minuten macht, sind das 15 Minuten Hit. So. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, wie viel Low-Intensity-Training ihr dann dazu bauen müsst. Hier ist was, was wir jetzt live beantworten können, und zwar richtig geil. Hier hat noch wer geschrieben, eure Pläne, also die Trainingspläne gleich Feuer. Danke für euren Content. Und gleich Feuer. Ja, Trimakai möchte gerne noch einen Off-Season-Trainingsplan. Der ist ganz einfach geschrieben eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Hoch die Tassen. Party und Bier. Ja. Und Chips essen. Ja, Chips immer gut. Oder ja, vielleicht. Warum? Also, guck mal. Aber das können wir jetzt auch nochmal nutzen, wieder hier zur Promotion. Wir haben ja noch vor, ich weiß jetzt gar nicht, wann wir dieses Ding hier raushauen. Ja. Aber wir haben eben gerade noch das Video abgedreht für die neuen Trainingspläne, 12 Wochen Trainingsplan mit Dan Lorang. Ja, Featuring Dan Lorang. Featuring Dan Lorang und Off-Season-Trainingsplan bringt jetzt nichts mehr, weil ist ab morgen vorbei. Vorbei. Ja. Also braucht ihr den gar nicht mehr. Off-Season-Trainingsplan kommt dann nächstes Jahr. Genau. Kommt ein Live-Video aus dem Club. So, wir waren ja gerade Off-Season. So, um da jetzt beim Thema zu bleiben, Alkohol und Sport mal ausführlich betrachtet. Ja, habe ich doch eben schon gesagt. Ja. Ach so. Hoch die Tassen. Los geht's. Ja, gut. Nein, also natürlich, Regeneration wird gibt es ja natürlich auch eindeutige Studien, Regeneration wird gehemmt, ja, während der Belastung wollen wir da eh nicht drüber sprechen, wobei ich habe ja gehört, Nick, da vielleicht kannst du mir da helfen, dass gewisse Radsportler vor großen Klassikern teilweise am Abend vorher auch nochmal gut am Glas sind, damit die ersten 150 Kilometer nicht so wehtun. Achso, ich dachte, damit die nicht so langweilig sind. Ja, das ist eine Herausforderung. Da passiert ja noch nichts. Nee, weiß ich auch keine verlässlichen Insights. Das sind alles nur Gerüchte, die es so gibt. Ja, genau. Aber die mehren sich. Die mehren sich, ja. Ja. Aber vielleicht war das auch nur früher so. Das ist vielleicht auch alles schon wieder anders. Ich weiß es nicht. Ja, heute ist alles professionell. Heute ist alles professioneller. Ja, das haben wir ja noch eben gehört. Du hast ja noch mal mit einem Athleten gesprochen, der mal Radprofi war. Und da wird dann reingeschrieben, 8.30 Uhr Radfahren. Ja, ja, genau. Das ist also heute, glaube ich, ist das sehr viel professioneller. Da gibt es ein klares Diktat, was man machen muss. Weiß ich aber auch nicht, ne? Wenn man dann irgendwie auch wieder andere Story hört. Ich habe mal gehört, dass Bradley Wiggins hat dann Low Carb im Athleten- oder im Teamhotel gemacht. Auf Gran Canaria oder so. Ich weiß nicht, wo die da damals waren. Oder vielleicht Tide, Teneriffa. Und dann ist er immer zu McDonald's gefahren. Also es gibt wirklich Leute, die ihn da gesehen haben im Trainingslager. Yeah.
Das ist vielleicht auch etwas, was man vielleicht. Aber vielleicht hat er auch bei McDonald's einfach bestellt, die Burger, und hat dann das Brötchen weggelassen. Ja, oder dran, nur dran gerochen. Ja. Die Story habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich gelesen bei Phil Gaiman im Buch. Dass er schon mal Radprofis gesehen hat. Auch das können wir mal sagen, absoluter Buchtipp. Ja, definitiv. Phil Gaiman. Zwei hat er, ne? Drafting zwei. Animals und das andere habe ich auch gelesen, da habe ich aber den Namen nicht im Kopf. Weißt ja, das ist ein bisschen komplexer. Irgendwie. Kannst du mal googeln schnell? Pro Cyclist du on a $10 irgendwas. Aber ich lese es ja. Aber Drafting Animals ist auf jeden Fall das Geilste. Das ist das Geilste. Und da sagt er auch irgendwie, ne, waren sie im Hotel und dann sind sie noch irgendwo anders hingegangen. Ja. Und um die Story jetzt zu. Pro Cycling on $10 a day. Ja, also das war zu Beginn seiner Karriere, glaube ich, ne, als er irgendwie um KT-Plätze gekämpft hat. Und, ja. Ja, um das jetzt zu Ende zu bringen, er hat auf jeden Fall gesagt, er hat mal einen anderen Radsportler im Flughafen gesehen, der sich eine Tafel dunkle Schokolade gekauft hat. Dann hat er die aufgemacht, dran gerochen und dann mit weggeschmissen. Ja. Das war dann nicht Bradley Wiggins. Nee. Oder die dunkle weggeschmissen und eine Vollmilch gekauft. Ja, weil er gesagt, boah, nee, das riecht so schlecht, verkauft. Das kann man nicht essen. Scheiße, da ist zu wenig Zucker drin. Ja. Ja, genau. Hast du sonst noch eine Frage? Ansonsten labern wir jetzt hier nur so ins Leere. Ja, das, aber ist ja gar nicht schlimm. Hier ist Übertraining, steht hier. Aber das war eine Video. Tipps gegen Erkältung. Haben wir gebracht. Herbst- und Winterzeit. Deswegen haben wir es auch ein Video gemacht. Genau, ist auch schon draußen. Blocktraining im Saisonverlauf für Mitteldistanz und LD-Langdistanz. Wann macht welcher Block Sinn? Steht in unseren Plänen. Ja. Also bringen wir aber auch nochmal ein Video. Genau, wenn wir dann entsprechend. Das machen wir auch immer so, wir wollen ja hier kein Verkaufskanal werden, sondern wenn ihr irgendwie Praxisbeispiele haben wollt, könnt ihr die Pläne kaufen und ansonsten erklären wir das wie immer auch nochmal im Video. Genau, aber das sind ja auch, das ist ja das Problem gerade, da haben wir wieder nicht nachgedacht, das sind ja meistens Videovorschläge hier. Ja, genau. Wie effektiv ist die Verwendung der Faszienrolle in Bezug aufs Radfahren? Boah. Muss man David mal fragen. Ja, da holen wir David nochmal dazu. Wollten wir eh nochmal wieder ein paar mehr Physio-Videos machen, auch mit Black. Er hat es auch kommentiert. Und endlich wieder richtig gute Physio-Videos. Ja, stimmt. Endlich wieder gute Physio-Videos, ja. HRV-Messung, Zuverlässigkeit, Messung bei Garmin und Interpretation, auch ein super Thema. Ja, HRV haben sich schon so häufig Leute gewünscht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein HRV-Experte. Nicht? Nee. Habe ich endlich was gefunden, was du nicht kannst? Yes. Gibt es ganz viele Sachen. Das ist wie Schiffe versenken bei mir. Da gibt es ganz viele Themen, muss man die richtigen Felder anwählen. Aber ja, weiß ich nicht. Ich spiele für mich auch nicht, glaube ich, im Amateurbereich nicht die abschließende Rolle, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Es gibt ganz coole Studien zu dem Thema, da habe ich mich schon ein bisschen reingelesen. Also ganz so ist es natürlich jetzt auch nicht, dass ich da gar nicht weiß, was da wie Phase ist. Aber vielleicht können wir da nochmal jemanden einladen, der sich mit dem Thema tiefergehend beschäftigt. Hab da auch schon ein paar Ideen. Wie immer, wir machen das hier nebenher. Wir müssen gucken, wie wir das alles unterkriegen und die Leute dann auch hier mal ebenso, und das muss man ja auch immer sagen, die kommen hier kostenlos hin und haben erstmal gar nichts davon. Ja. Müssen sich teilweise noch fiese Kommentare gefallen. Von den Veganern. Was man aber sagen kann, glaube ich, weil er auch nach der Garmin gefragt hat und der Messung und der Interpretation bei diesen Garmin-Sachen, genau wie die V2 Max und was, das ist halt immer irgendwo eine Annäherung und irgendein Algorithmus, der dahinter steht. Algorithmus, ja, das ist, ja. Also Garmin-Algorithmen, weiß ich nicht, wie die da genau funktionieren, aber ich kann sagen, dass die V2 Max nicht wirklich stimmt. Meistens dann eben nicht, ja. Aber ich habe da gehört, dass da vielleicht im nächsten Mal was Cooles kommt. Ja. Stay tuned. Dürfen wir gespannt sein. Ja. Hier war noch eine Frage. Durchschnittsleistungen der WTS, insbesondere beim Radfahren. Hast du da Insights? Habe ich Insights, gibt es auch coole Studien. Müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber wir haben demnächst, glaube ich, einen ziemlich coolen Gast dazu. Kann ich schon mal sagen, oder? Weiß ich nicht, hat er schon zugesagt? Ja, Gregor hat schon zugesagt. Weil Gregor hat gesagt, Gregor Buchholz muss Gregor man, Buchholz, ja, ehemaliger DTU-Kaderathlet, hat, glaube ich, WTS Stockholm damals mal gewonnen. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Oder Dritter? Weißt du es nicht? Das ist jetzt aber peinlich. Ah, ja, Gregor, sorry dafür. Muss allein deswegen schon kommen, um uns zu erzählen, wie das war.
Ja, also das ist auf jeden Fall mega spannend und er hat ja dann auch wirklich die Real-Daten und kann auch so ein bisschen sein Gefühl immer geben, wie war denn das? Genau, der kann ja mal seinen Training Peaks-Account mitbringen. Ja, ja und jetzt also, fordern wir schon gut ein hier. Ja, nee, also ich finde das halt immer interessant, wir können uns natürlich Daten angucken und dazu gibt es eindeutige Studien, ja, und das ist halt auch schon relativ eindrucksvoll, was die Jungs und Mädels da treten, aber ich finde, das sollte man dann, wenn, mit einem adäquaten Gast auch machen und da können wir sicherlich einen Gregor einladen. Und Matthias hat sicherlich auch nochmal ganz coole Insights, so allgemein ins Training, was dann vielleicht auch so ein bisschen der Transfer war für den Gregor von der Kurz- zur Langdistanz, hat er ja auch schon jetzt gemacht. Er ist auch einen Marathon gelaufen, ganz cool, könnt ihr euch mal angucken. Mutiges Pacing, hat er selber gesagt, hat er sich ja selber so ein bisschen die Schippe genommen. Ist ja okay. Stark angelaufen, stark nachgelassen. Ja, aber ist mir auch schon mal so passiert. Nicht ganz so, Gott sei Dank. Du hast dich nur ein bisschen gerettet in Köln damals, stimmt. Ja, ja, aber nur weil Freddy aber im Rennen bist war. Bist du nicht eine ähnliche Zeit angelaufen auch? 2 Minuten schneller. Also ich bin damals 1,14 angelaufen und habe gedacht, boah, Marathon ist ja das Einfachste von der Welt. Bei Kilometer 28 hatte ich den ersten Krampf. Schade. Und bin dann, das muss man sagen, bin ich dann glaube ich mit 2,39. Was man auch sagen muss, du bist auch danach kein Marathon mehr gelaufen. Ich habe immer alles nur einmal gemacht. Eine Langdistanz, ein Marathon, eine Mitteldistanz gefinisht. Auch nur um zu wissen, wie das ist, ne? Ja, reicht mir. Dafür habe ich mehr Bundesliga und Kurzdistanzen gemacht. Das stimmt. Ich suche hier gerade noch mehr, aber das sind alles nur Videovorschläge. Wie Open-Window-Effekt vermeiden, haben wir auch im haben Video wir gesagt, behandelt. Kohlenhydrate, ja, essen. Kohlenhydrate essen. Boah, geht nicht, wird man dick von. Ja, sieht man an mir. Ja. Haribo und Schokolade. Wie wichtig ist der Körperfettanteil bei Triathleten? Watt pro Kilogramm ist ja nicht so sehr wichtig. Komm auf die Strecke. Also erstmal Fett ist ja die eine Sache. Also Körperfett, nicht Fett sein, sondern Körperfettanteil, würde ich sagen, umso heißer, desto geringer, also desto besser, wenn du einen geringen Anteil hast. Kann aber auch genau umgekehrt sein. Also ich erinnere mich an Schliersee-Rennen, also Bundesliga früher, da hatte ich das Gefühl, umso hätte ich da hoffentlich mal ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt, wäre es vielleicht besser gewesen. Also Spaß beiseite. Ja, ich meine, das spielt immer eine Rolle und kommt eigentlich auch automatisch. Diese ganzen Gewichtsdiskussionen, die es da immer gibt im Triathlon, da hat Kabaya in der Frage auch schon richtig gesagt, umso länger die Strecke, umso flacher sie auch ist, desto unwichtiger wird am Ende auch das Gewicht. Auf dem Rad vor allen Dingen, beim Laufen spielt es dann schon wieder eine Rolle, aber meiner Meinung nach auch nicht die entscheidende. Definitiv nicht. Ja, also dafür muss man sich auch einfach nur mal die Leute angucken, die da vorne sind, die sind alle sehr unterschiedlich. Das kann man natürlich immer nach Hawaii gucken und dann läuft ja nicht immer ein Patrick schnell. Ja, deswegen, auch wenn es heiß ist, dann ist es wichtig. Aber da ist auch die Muskelmasse noch viel, viel entscheidender als der Körperfettanteil. Ja, ja, was ja auch nochmal, da könnten wir ja vielleicht schon mal so einen Sneak Peek nochmal geben hier auf den Trainingsplan. Mhm. Welchen Fokus zu Beginn des Wintertrainings setzen? Zum Beispiel Radkraft-Ausdauertraining oder V2 Max direkt Fokus, schon? Fokus zu Beginn relativ einfach. Nicht trainieren. Verletzen, ja. Nicht krank werden, Belastungsverträglichkeit aufbauen und dann, das haben wir ja auch in unserem Plan dann so umgesetzt mit Dan, V2 Max. Easy, schnell beantwortet, perfekt. Ja. Und Kraft, wenn man es auch ergänzen kann, aber wir wollen es nicht zu komplex. Erst den Motor groß machen. Wir brauchen erst den V8, bis wir ihm dann beibringen, 3 Liter nur zu verbrauchen. Ja, das ist gut. Ich scrolle hier nebenher weiter durch. Es sind so viele Nachrichten reingekommen, dass ich ein bisschen Überblick verliere, wie ihr vielleicht schon merkt. Wir machen jetzt hier, ich suche noch eine Frage raus und dann reicht's auch, würde ich sagen. Ja. Ich habe nämlich auch schon wieder Hunger. Ja, das ist gut. Und wir haben auch dieses Mal noch kein Kölsch dabei. Das ist auch das Problem. Ah, das ist hier, finde ich, noch interessant, wo man nochmal kurz drüber quatschen kann. Heat Training versus Altitude Training. Mega Training, mega Frage, auch mega Training. Höhe wollten wir eigentlich dieses Jahr machen, hat dann aber nicht so gut geklappt, weil wir wollten eigentlich ja dann... St. Moritz war uns nämlich zu teuer. Ja. Wir müssen nein, vielleicht mal... Wir machen, warte, ich habe eine Idee. Der Privatjet war kaputt. Aber pass auf, was ich jetzt eigentlich vorhatte, funktioniert jetzt nicht mehr. Du hast es jetzt mit dem Arsch eingerissen. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt noch einen PayPal-Link unten drunter zur Spende fürs Trainingslager St. Moritz nächstes Jahr. Aber jetzt wissen ja alle, dass es für ein Privatjet ist. Ja, oder für ein Heli. Oder für ein Heli. Kann man von Köln mit dem Helikopter nach St. Moritz fliegen? Weiß ich nicht. Das ist bestimmt billig. Vielleicht von Zürich dann aus. Das wäre natürlich schon fett.
Grüßi. Grüßi, wir fliegen ein, ja. Wir wollten eigentlich dieses Jahr da so irgendwie sowas mit Johann auch organisieren. Hat dann aber alles organisatorisch nicht so gut geklappt. Kommen wir aber nochmal drauf. Ist aber auch, sag ich mal, ein sehr, sehr spezielles Thema. Und das ist halt immer, was ich wieder sehe. Viele Leute greifen halt irgendwie an der Spitze des Eisberges an, aber vergessen halt wirklich die Basics, ne? Also wirklich Consistency is key, also kontinuierlich durchtrainieren, deswegen meinte ich eben, ne, nicht krank werden, nicht verletzen, das ist erstmal wichtiger. Dann die einfachen Dinge fokussieren aus physiologischer Sicht, also eine VO2 Max steigern. Da kann Höhentraining helfen, aber ich weiß nicht, ob man den 2-3-wöchigen Familienurlaub dann in der Höhe verbringen will. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen sollte. Und Heat-Training, ja, das ist so eine, aus hämatologischer Sicht, also so Blutverteilung und Dehydration, da spricht man so von ähnlichen Anpassungsprozessen. Geil war natürlich jetzt die Norweger. Genau, das wollte ich gerade nur ansprechen. Ja, Blomefeld und Konsorten. Ich meine, die Norweger sind ja immer so wissenschaftlich ganz weit vorne. Ihr müsst auch übrigens das auch nochmal kurz als Tipp schon, dem Blomefeld unbedingt auf Instagram folgen, weil ja, dann seht ihr den ganzen geilen, komischen und verrückten Sachen, die so machen. Der isst halt auch, glaube ich, nur Snickers, Mars, Burger und Pommes. Ja, ist auch deswegen mein Lieblingsathlet. Ja, ja, ist halt auch mal ganz cool, das zu sehen. Ne? Also, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, Heat-Training. Genau. Die sind gerade in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager und haben da so einen kleinen Raum irgendwie präpariert, wo sie so kleine Heater reingestellt haben. Das heißt, die sind in der Höhe und packen da auch noch irgendwie einen Raum 30, 35 Grad. Und schwitzen sich natürlich da den Wund. Also die versuchen. Kannst du es ja ruhig aussprechen, ich mache da so ein FSK 18 Aufkleber drauf. Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema, aber auch da wieder, ne, jetzt bitte nicht euren Keller, wo eure Rolle drin steht, einen Heater reinstellen. Wie heißen die Dinger denn eigentlich? Ja, Heater oder Heizung. Ja, so Heizung oder so. Kleine Lüfter, so Heizlüfter, das wollte ich sagen. Nicht im Baumarkt irgendwie 3 Heizlüfter kaufen, die so 5000 Watt, Kilowatt die Stunde verbrauchen. Ihr müsst euch schon eine Sauna einbauen. Genau. Also auch da, ne, das ist ein bisschen Lionel Sanders-mäßig. Nicht an allen Schrauben gleichzeitig drehen und dann auch noch eine Gatorade-Vergiftung holen. Von daher, ja, keep it simple. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, werden wir vielleicht mal was zu machen. Ist aber wirklich Sommer und da dreht man den letzten Prozent. Ja. Also kein Age-Group-Thema. Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem super spannend und ja, vor allen Dingen auch, dass es jetzt mal über die Norweger, dass es mal zusammen ausprobieren, die werden jetzt sicherlich auch nicht jede Einheit, ne, um das auch nochmal vorwegzunehmen, ja, in der Höhe im Keller bei Hitze machen. Ihr werdet nur gut, wenn ihr in der Hitze in der Höhe trainiert, so. Ja. Kurz zusammengefasst. Und damit, das war ein Schlusswort. Ja, das war ein gutes Schlusswort, finde ich. So, wenn euch das gefallen hat, Leute. Ich dachte, das war das Schlusswort. Ja, so das inhaltliche Schlusswort. Ah, okay. Also mir hat das jetzt total gut gefallen. Weil mir auch, aber mir wird es, wie ich schon gesagt habe, noch besser gefallen, wenn wir wirklich noch einen Kölsch dabei trinken. Aber dann ja, wird es auch länger. Genau. 46 Minuten haben wir jetzt, das ist okay. Oh, ich habe gerade schon eine Stunde. Ja, ist doch gut. Aber ich würde auch also demnächst für Kölsch tendieren. Und Gäste. Und Gäste, ja, definitiv. Weil ich kann uns jetzt schon nicht mehr reden hören. Ja, aber es ist halt, wir labern ja auch schon hier seit 4 Stunden alles Mögliche. Aber es ist ganz gut, ne? Weil eigentlich lassen wir euch jetzt nur an unseren Gesprächen teilhaben. Weil das wäre ja genau das gewesen, worüber wir uns heute unterhalten. Außer die Fragen noch zwischendurch. Ja. Gut, Leute. Ja, passt, perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören, wer es bis zum Ende geschafft hat. Und vielleicht könnten wir noch machen, jeder, der bis zum Ende durchgehört hat, kommentiert mal mit ich. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das überhaupt einer geschafft hat. Ja, ich schlafe ja mal ein, habe ich ja am Anfang gesagt. Ja, deswegen, ja. Ich glaube, die anderen auch alle. Ja. Oder wir machen immer so ganz sporadisch so kleine Gewinnspiele, dass die Leute komplett hören müssen. Ja, aber dann spulen die einfach vor bis zum Ende. Nee, nicht bis zum Ende, sporadisch. Ach so, einfach irgendwo mittendrin. Das ist eine geile Idee eigentlich. Dann, da könnt ihr immer einen Sixer Kölsch gewinnen. Ja. Sixpack. Das ist auch mal ein guter Preis. Sponsored bei Frühkölsch. Ich wollte gerade schon vorschlagen, so einen Trainingsplan oder so, aber Frühkölsch und Sixer finde ich viel besser. Weil hier, nochmal, hier ist eigentlich gar nicht so viel Wissenschaft, hier ist eigentlich nur Laberei. Deswegen Triathlon, Gelaber, ne? Haben wir das gesagt, genannt? Ja, genau. In Video- und Podcast-Form wird es geben. Alright, also. Immer mal abwechselnd oder mal beides. So, jetzt reicht's auch. Also, ciao, ciao. Schönen Abend noch. Und wann auch immer ihr es hört, bis dahin. Tschö, tschö. Tschö.